Vielen Dank. Zu den vier Pflichtfragen: seit März 2013 Mitglied der AfD. Abgeschlossenes Studium liegt vor. Mandatsträgerabgabe regelmäßig bezahlt. Mitgliedsbeiträge regelmäßig bezahlt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Lars Patrick Berg. Ich bin 52 Jahre katholisch und verheiratet. Nach dem Wehrdienst absolvierte ich wunschgemäß mein Studium der osteuropäischen und mittelalterlichen Geschichte, Abschluss Magister Artium, und im Anschluss habe ich viele Jahre in der Industrie verbracht, unter anderem bei den Unternehmen IBM Deutschland, Hewlett-Packard und dem Chemiekonzern BASF. Im Anschluss war ich als persönlicher Referent und Pressesprecher eines Landrates in Baden-Württemberg tätig. Von 2007 bis 2009 habe ich einen Aufbaustudiengang an der Universität Leipzig und dem staatlichen Moskauer Institut für internationale Beziehungen der Russischen Föderation abgelegt, Abschluss Master of Science. Im Anschluss hatte ich nochmal Gelegenheit, für ein Jahr im Europäischen Parlament als parlamentarischer Berater für zwei Abgeordnete tätig zu sein. Auch ich war 2013 Gründungsmitglied der Alternative für Deutschland in Baden-Württemberg. Ich bin also seit den ersten Stunden mit dabei. 2016 wurde ich zum Abgeordneten für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Und dort bin ich im parlamentarischen Kontrollgremium, im Innenausschuss als innen- und polizeipolitischer Sprecher tätig, sowie meinen besonderen Interessen entsprechend im Ausschuss Europa und Internationales. Liebe Freunde, werte Delegierte, wir wollen keine EU-Diktion und keinen EU-Einheitsstaat. Noch jedes Experiment, alles und jeden gleichzumachen, ist in der Geschichte krachend gescheitert. Wir stehen ein für eine freie Meinung, für Volksabstimmungen und die direkte Demokratie. Wir kämpfen gegen die Abkehr und die Abschaffung unserer Werte: Freiheit, Souveränität und Subsidiarität. Wir und mit uns fast 10 Millionen Menschen in Deutschland lehnen dies entschieden ab. Und Typen wie die Luftpumpe, Martin Schulz oder Nullzins Draghi und all die anderen Trittbrettfahrer sind die Sargnägel eines freien Europas. Wir, meine Freunde, wir sind die wahren Demokraten, Konservative und Patrioten. Und wir müssen jetzt das Heft in die Hand nehmen für ein Europa der souveränen Staaten, der Vaterländer und des freien Handels. Europa muss stark sein. Europa muss stark sein. Eine Burg, eine Festung, die Sicherheit bietet, auch für unsere Frauen und Kinder, und die uns beschützt vor menschen- und frauenverachtenden Messerstechern und Vergewaltigern. Beschützt vor dem Eindringen aggressiver Ideologien, beispielsweise wie dem Salafismus, beschützt vor religiösen Fanatikern. Liebe Freunde, Parallelgesellschaft war gestern, wir reden heute bereits von Gegengesellschaften. Und deshalb keine fremdbestimmte, unkontrollierte Einwanderung und schon gar keinen verpflichtenden Global Compact for Migration, also die völlige Entmündigung der nationalen Souveränität. Liebe Freunde, Europa ist zum Einfallstor Afrikas und des Nahen Ostens geworden. Neben Flucht sind die Ursachen oft hausgemacht. Es sind die milliardenschweren Rücküberweisungen bei uns erhaltener Sozialleistungen. Und in den überfüllten Schlepperbooten sitzen junge, stramme Männer, nicht mehrheitlich verfolgte Frauen und Kinder, dankbar und mit leeren Händen. Und es bleibt, was es ist: illegale Einwanderung zum Schaden der wirklichen Bedürftigen. Und deshalb muss unsere Botschaft unmissverständlich sein: No way, Ende der Schlepperei, Schluss mit illegal operierenden NGOs. Und Menschen werden gerettet, ja, aber dann sicher an Land zurück nach Nordafrika gebracht. Liebe Freunde,
Unsere Brüder und Schwestern erkämpften sich 1989 großartig und friedlich die freie Meinung. Und ich stelle mich ganz klar gegen die staatliche Zensur. Ein Rechtsstaat hat aufgehört, ein solcher zu sein, wenn er sich derartiger Willkürmaßnahmen bedient, um uns Bürger mundtot zu machen. Die Einführung des Euro, ein Desaster. Schuldenunion, Bankenunion, Tagezahlten sprechen eine verheerende Sprache. Und liebe Freunde, als Oberstleutnant der Reserve lehne ich eine reine EU-Armee ab und die Abgabe nationaler Souveränität ebenso. Erst recht nicht an Bürokraten in Brüssel, die sich gewöhnlich mit den Gurken, mit Pizza, Staubsaugern und Topflappen beschäftigen. Und an erster Stelle für uns, liebe Freunde, muss stehen das Leben und die Verantwortung für unsere Armeeangehörigen, die gesellschaftliche Anerkennung, die Modernisierung für den Schutz und die Verteidigung unserer Heimat. Meine Damen und Herren, und ich komme zum Schluss, wir haben historisch Einmaliges als AfD erbracht. Wir können noch mehr und das Land braucht uns. Liebe Mitstreiter, ich bin Lars-Patrick Berg. Ich bin Mitglied im Europaausschuss des Landtags von Baden-Württemberg. Ich war bereits im Europäischen Parlament tätig und habe die Weltfremden dort kennengelernt. Mein umfangreich erworbenes Wissen will ich deshalb in Brüssel und in Straßburg im Sinne unserer Partei und im Auftrag der Millionen Wähler einbringen. Ich will mich mit meiner ganzen Energie für Deutschland, unsere Werte, Freiheit, Rechtsstaat und Souveränität einsetzen. Und ich bitte um eure, um ihre, um jede einzelne Stimme, damit ich eine starke Stimme für Europa, für Deutschland und für die Menschen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lars-Patrick Berg. Die Fragen werden soeben ausgelöst. Erste Frage, Herr Stefan Köthe. Zweite Frage, Rebecca Weißbrot. Und dritte Frage, Dr. Hans-Jürgen Schulz. Erste Frage, Herr Stefan Köthe, bitte. Herr Berg, Stefan Köthe, Baden-Württemberg. Sie haben als Reserveoffizier einen Eid geschworen, Deutschland tapfer zu verteidigen. Wie stehen Sie zu den Plänen der EU, eine EU-weite Armee aufzubauen? Vielen Dank, Herr Köthe, für diese Frage. Diese Armee wird mit großer Wahrscheinlichkeit und ich hoffe auch nie kommen, denn Briten und Franzosen werden sich dieser Idee im Vorhinein verweigern und wir müssen große Obacht darauf geben, dass wir unsere nationale Souveränität nicht gefährden und wir müssen unsere Armee in eigenen Händen behalten und auch die Befehlsgewalt über unsere Bundeswehr. Dankeschön. Die zweite Frage bitte, Rebecca Weißbrot. Herr Berg, die EU ist dafür bekannt, dass sie uns sehr, sehr viele Vorschriften gibt für zum Beispiel frittierte Kartoffelprodukte. Was halten Sie für ganz elementar wichtige Themen, die wir als erstes anpacken sollten? Vielen Dank für diese Frage. Da sehe ich drei Prioritäten. Nummer eins ist die Eindämmung, die Eingrenzung des Lobbyismus. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Brüssel ungefähr 17.000 Lobbyisten registriert sind. 17.000 Lobbyisten, die teilweise an Gesetzen mitschreiben, die unser tägliches Leben beeinflussen, täglich. Die beispielsweise bei der Glühlampenverordnung unglaublich viel Unsinn auch produziert haben zum Schaden der Verbraucher, die in der Kommission eingesetzt sind, um dort an Gesetzesinitiativen mitzuwirken. Zweitens Eindämmung des Subventionsbetruges. Jährlich gehen dem EU-Steuerzahler circa 1 Milliarde Euro an Subventionen verloren. Und drittens, ganz wichtig, effektive und konsequente Kontrolle der EU-Außengrenzen und Deutschlands Grenzen, das halte ich für sehr wichtig. Gleichzeitig Intensivierung der Beziehungen zwischen den Sicherheitsorganen in den einzelnen Ländern in der Europäischen Union, um diese Grenzkontrollen durchzuführen. Dankeschön. Und die dritte Frage stellt Dr. Hans-Jürgen Schulz. Ja, die Frage lautet, Sie reißen ja jetzt eine Lücke im
Landesparlament. Sie haben sich dort 2 Jahre eingearbeitet. Und was bedeutet das eigentlich jetzt für Ihre Landtagsfraktion? Ist das eine Schwächung? Vielen Dank für diese Frage. Das müssen die Kollegen primär beantworten. Ich bin sehr gerne auch Landtagsabgeordneter im Bereich auch Innenpolitik und Sicherheitspolitik. Und ich denke, ich habe im Wahlkreis und in der parlamentarischen Arbeit mich nach bestem Wissen und Gewissen eingebracht. Und das müssen die Kollegen beurteilen, ob das ein Verlust ist oder nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Lars-Patrick Berg. Das waren die 3 Fragen. Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Vielen Dank.